Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Und haben wir in der letzten Folge vergessen, die Expedition abzubrechen, und alle sind am Verdursten und am Verhungern, weil wir als Lehrer ihnen nicht gezeigt haben, dass sie zwischen den Lektionen auch ruhig was essen und trinken können. Einmal inspizieren. Na, das können wir auch ruhig machen. Nee, Ich hab euch gar nicht gerufen, ich wollte doch nur hören. Folgt uns ja immer noch, oder? Nein, einer folgt uns, komischerweise. Wir können auch mal so einen Stapel oder sowas mitnehmen. Schütteln wollte ich. Schütteln geht nicht in der Gruppe. Dann vertreiben wir eben noch mal den Otter. Oder wollen wir was mit dem Stein machen hier? Oh.
Naja, das ist kein Huhn, das hier wohnt. Das legt nicht jeden Tag ein Ei. Vielleicht müssen wir warten, bis sie alle aufmerksam sind und jetzt in die andere Hand nehmen oder wegwerfen, ja. Und nochmal nehmen. In die andere Hand. Und nehmt euch noch so einen Stein hier. Und jetzt macht mir nach. Nein, so nicht. In die andere Hand. Und jetzt macht mir nach. Das ist schön, wenn alle mitmachen. Oh, der da hinten, der hat's nicht mitbekommen. Fertig? Okay, jetzt müsstest ihr alle den spitzen Stein in der rechten Hand haben, oder? Ach so. Oh, wir sind auch. Entschuldigung, falscher Alarm. Okay, dann nehmt den Stein alle nochmal in die andere Hand. Jetzt habt ihr ja alle den normalen Stein in der Hand und den lasst ihr fallen. Jetzt nehmt ihr wieder den anderen in die andere Hand. Gut. Und jetzt geht's an die Nuss. Grabst euch alle so eine Nuss hier, so wie ich das mache. Hand wechseln. Ja, das könnt ihr auch, wenn ihr am Baum hängt, schon. Dann greifen. Habt ihr alle eure Nuss? Ein paar haben, glaube ich. Nee, falsch rum. Andere Hand. Okay, den Stein fallen lassen. Ihr habt ja alle keine Nuss. Naja, dann. Ja, wenigstens ich habe eine. Ihr habt alle gar nichts mehr in der Hand, ich verstehe. Aber wir dafür. Wer nicht aufpasst, bekommt auch nichts zu essen. Thank you.
Na, das war's. Irgendwie lübt das nicht. Wir müssten doch jetzt, haben wir einmal voll gemacht hier unten, unseren Kreis da. Da müssten wir doch jetzt, irgendwas müsste doch passieren. Wisst ihr, wir müssten doch... Keine Ahnung, irgendwas... Eine Synapse bekommen oder so. Das alte, vergammelte Fleisch möchte ich auch nicht essen. Oh, was ist das? Für ein Symbol da jetzt mit dem Schild? Was ist das? Ein neues Symbol haben wir. Irgendein Schimmerding. Und wo sind die Sachen? Ja genau, wo ist eigentlich unser Komet? Der sollte doch auch noch irgendwo sein. Was ist das? Wir haben mit Mo ein Paar gebildet. Wo ist Mo? Gaff? Tuvu? Tuv? Oh, ihr habt alle Hunger. Mo! Dann geben wir dir jetzt feierlich das hier. Und pflegen dich. Nur bringt das irgendwie überhaupt nichts. Ja, irgendwas sollte damit sein bei der Paarbildung, wenn man da diese Steine verschenkt. Sollte irgendwas passieren noch. Naja, wir haben neuronale Energie bekommen dafür. Oh. Keiner mitgemacht. Wir waren so ungeduldig.
Was hat er jetzt gemacht? Keiner hat's gesehen. Wir können gar nichts mehr stapeln hier. Ja, dann lasst fallen. Oh, das war doch die falsche Hand gerade. Ja. Naja, ihr habt nicht mitgemacht. Jetzt wisst ihr nicht, wo ihr das stapeln sollt, ha? Ja, egal. Ich geh schlafen. Haltet das schön fest heute Nacht. Da, nichts passiert. Das ist doch total ätzend. Einschüchterung. Ja, das wollen wir doch machen. Weiteres Training ist nötig. Aber wie oft sollen wir denn die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung noch machen? Leider sieht man hier auch keinen Fortschritt. Das wäre doch hilfreich schon. Escape-Hilfe? Oh, sowas gibt es? Ist das neu? Weise neuronale Energie zu, um Neuronen zu verbinden und die Fähigkeit des Stammes zu entwickeln. Entwickle die von dir gewünschten Neuronen, wenn sie reif genug sind, um Energie aufzunehmen. Neuronale Energie wird angesammelt, wenn Aktionen im Beisein von Kindern durchgeführt werden. Ein Neuron verliert bei einem Generationswechsel seine Energie, wenn es nicht durch eine Festigung fixiert worden ist. Neuronal. Verbinde Neuronen, um die Fähigkeiten des Stammes zu entwickeln. Generation. Festige die neuen Fähigkeiten durch einen Generationswechsel. Evolution. Schreite schneller durch die Epochen, als von der Wissenschaft vermutet. Das dauert ja noch Jahre, wenn es so weitergeht. Wir können ja gar nicht. Wir kriegen die schwarzen Dinger hier ja gar nicht weiß. Wieso nicht? Naja, die anderen haben wir ja auch alle geschafft. Ja, aber das ist doch nicht richtig irgendwie. Ach, das dauert ja ewig. Also hören müssen wir. Und man sieht keinen Fortschritt. Man weiß nicht, ob man es richtig macht. Man sieht nirgends einen Fortschritt. Das nervt gerade. Aber nur ein bisschen. Ja, bis jetzt haben wir es ja scheinbar richtig gemacht. Also, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!